Disney Opa, ich bin im Disney Village. Und zwar vor dem Disney Store. Und ich wollte euch mal ganz kurz die Schaufenster zeigen hier. Sehr große Fenster. Am 25. Geburtstag vom Disneyland Paris natürlich dekoriert. Hier in alles für Minnie Maus. Zeige euch nochmal direkt die Preise. Bei der Einzelnen könnt ihr es besser sehen. Einmal hier, einmal hier. Wenn euch das so schnell geht, einfach das Video mal kurz anhalten zwischendurch. Dann könnt ihr genau sehen, was das kostet hier. Das ist das erste Fenster. Wir gehen mal weiter zum nächsten. So, das ist hier ein Bassfenster zum Geburtstag. Auch sehr hübsch. Ist auch ein großes Fenster wieder, logischerweise. Die Fenster hier natürlich sind alle etwas größer. Aber auch der Kratzer. Hier nochmal, guck mal, das ist ein Schlafanzug für den Kleinsten. Aber mal schauen hier, was wir an den Preisen hier haben. So, einmal dort. Pyjama 19,99. Das ist doch ein Kühl. Ja, sieht einmal das Fenster. Genau, ja, das haben wir. So, gehen wir nochmal ein Fenster weiter. Mal einmal schauen. Dann haben wir hier ein Minimaus-Fenster. So, auch sehr hübsch. Dieses rot-weiß. Ja, 25, das sieht auch immer. Das ist ja im Gegensatz eigentlich auch sehr schön. Ja, das ist aber nur ein Aufkleber. Alles klar. Das Fenster sieht sehr gut aus auch. Ich sehe das kleine Mädchen. Also diese Ohrreifen, diese Haarreifen sind nicht kostenlos. Also die muss man schon kaufen. Aber manche denken, die sind kostenlos, weil die fast jeder trägt hier. Aber nein, die kosten Geld. So, wartet mal, ich gehe hier auf die Preise. So, bitte mal schauen hier. Einmal hier. Runter noch einmal. Da ist schon fast weiter gerutscht. Da sind wir dann dort mit den Preisen. Ja, also das wäre dieses Fenster hier, das ist das dritte Fenster. Jetzt gehen wir nochmal um die Ecke. Noch ein riesengroßes Fenster mit Avengers. Da brauchen wir mal im Ganzen hier. So, beziehungsweise gehen wir einmal hier mal hier rüber. Das Meer, könnt ihr mal schauen. Ja. Und dann noch einmal hier drüber. Also tolle Artikel, logischerweise. Wir fern jetzt von dem Film. Der kommt hier in Disney voll auf seine Kosten. Ne? Also nicht nur Avengers, sondern sämtliche Disney-Filme werden hier gut vermarktet. So, dann gehen wir noch mal ein Fenster weiter. Hier ist erstmal eine Eingangstür. Da gehen wir mal dran vorbei. So, dann haben wir hier ein Promotion-Fenster. Also kein Artikel im Fenster, sondern einfach ja, ein einfaches Fenster. Das ist das amerikanische Schloss hier. Wow, sieht sehr gut aus. Riesig groß. Bestimmt 4 Meter oder so hoch. Ganz toll. So, und? Nochmal ein Fenster. Auch ein Werbefenster nur. Beziehungsweise, was heißt nur? Ich sage immer nur. Weil man immer Artikel im Schaufenster erwartet, um irgendwelche Umsätze zu machen. Aber das ist ein Fenster oben, das einfach nur schön sein soll. So, und wir gehen nochmal ein Fenster weiter.
Aber ein Fenster haben wir noch, das ist jetzt das letzte hier. Und hier sind jetzt wieder Verkaufsartikel drin. Und aus der Entfernung könnt ihr mal im Ganzen sehen hier. Ich gehe ein bisschen dichter ran. So. Niedlich sind ja auch diese Babysachen, das ist Star Wars beispielsweise. Das ist auch der kleine Sohnemann sofort Fan. Richtig hübsche Sachen. Voll stylisch hier. Das Fenster und die Preise kommen natürlich auch noch einmal für euch. So. Mal schauen hier. Einmal dort. Und noch einmal dieses Preisschild. Alles klar. Nochmal das Fenster pflanzen. Ja, alles klar. Gut. Dann wandert sie die Fenster vom Disney Store im Disney Village. Vielen Dank für euer Interesse und ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ne? Bis zum nächsten Mal, dann, euer Disney Opa. Tschüss.